Hey. Baby girl, you're so damn fine, dog. Wanna know if I can hit it from behind, dog. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some Robins. And he's playing Batman, Freddy's gonna rob him. I got the Glock in my Robin. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robin. 17 shots, no 38. Yeah, she's fine. Wondering where she. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr habt ja schon gesehen, ich bin aufgestanden und habe mich gerade geduscht, deswegen auch die nassen Haare. Meine Stimme ist noch etwas weg, aber hey. Und ja, ich habe heute einen freien Tag und deswegen schauen wir mal, was ich so machen werde. Jetzt mache ich mich erstmal ein bisschen fresh. Ich habe mich schon komplett eingebodylotioniert. Und ich geduscht und bla 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 bla. Und werde mich jetzt ganz easy peasy ein bisschen schminken. Ich muss im Moment mal die beiden Fit Me Foundations, das ist ja die neue von der Nummer 120, ich kann euch zeigen. Und 115, 120 ist glaube ich eine neue Farbe, muss ich mal mischen, weil Sommer und so macht Gesicht dunkel. Ich wollte mein Gästezimmer hier aufräumen. Und ein bisschen undekorieren, weil meine das ist altes von meiner Schwester. Wir haben praktisch, als ich ausgezogen bin, damals die Zimmer getauscht. Und jetzt hängen da irgendwie, weil man ja nicht, denn wenn man ein neues Zimmer hat, seine ganzen Sachen reinhängen kann, ihre ganzen Handballzeugs mit Postern und Kalender und was weiß ich. Und da fühle ich mich halt ein bisschen framed. Da wollte ich gleich noch, weil ich meine Sonnenbrille zu Hause vergessen habe. Und hier scheint zwar nicht richtig die Sonne, aber für ein besseres Sommerfeeling brauche ich eine Sonnenbrille. Muss ich mir da gleich noch kaufen. Und da möchte ich gerne. Und dann gehe ich noch auf jeden Fall mit den Hunden raus. Es ist schon 23:30, Leute. 23:30 schon. Ich habe mich jetzt fertig geschminkt. Sieht man irgendwas? Ist nicht so spannend geworden. Jetzt meine Haare lasse ich jetzt erstmal nur Luft trocknen, denke ich. Und vielleicht föhne ich sie noch gleich. Und dann gehe ich jetzt erstmal frühstücken. Die war richtig süß sehen. Und guck mal, Noelli, guck mal da rein. Richtig. Irgendwie ist er nicht so begeistert. Ja, kuscheln mit der Kamera. Ich warte mal zu den Mörlis gucken. Wir haben nämlich hier noch mehr Schweinchen. Also wir hatten mal drei. Ups. Die haben wir damals per Flasche aufgezogen. Hammer süß. Die hat meine Mama mir zum Geburtstag geschenkt. Vor. Mama schreibt es in die Kommentare. Ich weiß nicht vor wie vielen Jahren. Vor mehreren Jahren. 5 oder 6 oder 7 Jahre, keine Ahnung. Was hat sie mir letztens erzählt? Ich habe es vergessen. Und die sind bestimmt draußen. Auf jeden Fall ist meins leider schon verstorben. Und das von meiner Schwester auch. Aber wir haben ein neues bekommen, weil meine Mama hat ja noch eins. Oh, jetzt gehen sie raus. Moment, ich zeige euch das zusammen. Das da ist Oreo. Warte, ich kann aufmachen. Bleib mal da drin. Momento. Guck mal. Das ist Winnie. Hallo Winnie. Oh, der ist aber dünn geworden. Das ist Winnie. Oh, wie kacke. Das ist Oreo. Oh, oh, hier ist eine Riesenspinne. Oh, oh, hier ist eine Riesenspinne. So. Und noch geschafft. Okay. Mein Herz. Oh. Okay, gut. Aber es war nicht so ein dick schwarz, aber die war auch ekelhaft. Egal. Jetzt gehe ich hier aber frühstücken. Aber es ist echt nicht kalt, obwohl es gar nicht so sonnig ist. Haben wir überhaupt noch Brot? Wir haben eine Scheibe Brot. Die mache ich mir jetzt. Und ich habe gestern von meiner Mom, sie hat so coole Riegel entdeckt von sind Knabbers Nussriegel. Die sind irgendwie neu, die sind heftig. Aber ich habe gestern den Halm geschafft, deswegen liegt hier noch die Hälfte. Ja. Ich weiß nicht, was ich essen soll. Sag mal, seid ihr so Ringträger? Ich bin nämlich im Moment so auf den Trip. Ich trage irgendwie gerne viele Ringe. So. Das finde ich voll schön. Aber irgendwie immer die gleichen. Naja. So,
Dann kann ich euch jetzt noch mal schnell meinen Arm zeigen. Upsi. Und meine Haare, die sitzen halt nicht, aber egal, das ist jetzt ein Latte Macchiato. So. Ich habe jetzt diese coole Hose an, wo ich den, die Schleife gleich nochmal ordentlich machen muss. Denn das Top und die schöne Kette mit schönen Ring. Und ziehe da jetzt noch meine Birkenstocks, glaube ich, so an. Und dann geht ab! Ich glaube, die sind sogar echt ganz cool dazu. Und die hat meine Mama mir fürs Arbeiten gekauft, damit ich weniger Rückenschmerzen habe. Und die kann man aber auch super gut so anziehen, weil das sieht so sporty aus, ne? Ich glaube, mit dem Look bin ich ganz zufrieden. Kann man das jetzt gut sehen? Ich habe jetzt so, so. Hier ist aufgeschlossen, die Dödel. Let's drive the car. Ui. So, Alter, ist es warm hier drin. Oh mein Gott. Ich muss gleich erstmal gucken, ob ich da vorne nochmal zur Bahn muss, weil ich will, glaube ich, nochmal zu Rossmann. Alter, hier ist irgendjemand mitgefahren. Voll weit hinten. Ich kann es aber nicht einschätzen. So. Walk past, I press, rewind, see that ass one. So, weil ich ja gesagt habe, ne, ich kämme alle 5 Minuten die Haare, das ist halt echt so. Let's go. Das Coole ist, auch mit der Kamera habe ich gar nicht das Gefühl, jetzt hätte ich eine Kamera in der Hand. Richtig praktisch. Sogar perfekt eingepackt, ey. So, ich war jetzt bei Rossmann bei der Bank und habe jetzt ungefähr alles bei Rossmann bekommen, bis auf eine Sache. Wahrscheinlich fällt mir gleich im Auto wieder ein, dass ich noch vergessen habe. Oh mein Gott. Sonnenbrille habe ich jetzt doch noch nicht gekauft. Entweder mache ich das heute Nachmittag oder irgendwann anders. Oh Mann, Feiertag gelohnt für Bring. Traurig. Da waren dann noch 3 Striche. So, ich stelle euch jetzt einfach hier mal kurz ab. Oh mein Gott, hier ist es schon wieder so warm drin. Ich heule rum. So, ich drehe euch jetzt kurz. Ich zeige euch kurz, was ich eingekauft habe. Also, bei Rossmann gab es. Oh, scheiße, ich blute sogar. Oh Mann. Ich habe eingekauft. Memento. Noch eine Speicherkarte mit 16 GB bei Rossmann. Ist zwar nur 16, ich muss mir irgendwann mal eine Größe kaufen. Aber ich habe dann nächstes noch mal eine. Dann habe ich mir, weil es runtergesetzt war, Trockenshampoo geholt. Eigentlich nicht immer dieses Orangene, es war jetzt 1 Euro teurer, deswegen habe ich jetzt das genommen. Letztendlich tut sich da eh nicht so viel, glaube ich. Obwohl ich Batiste gar nicht so gut finde. Oh, bringt mich um. Oh, shit. Dann mein Augenbrauenstift. Soft Blond ist irgendwie sonst. No. Weil ich einen helleren haben wollte von Essence. Den finde ich gut und der ist günstig und ja. Dann habe ich mir den Wake Up Concealer mitgenommen. Und Leute, das war alles bei mir alle. Also ich habe mir jetzt nichts extra gekauft, außer die Speicherkarte. Das war alles alle oder ausgetrocknet. Ein neues Puder. Eigentlich nehme ich das von Essence immer, weil es günstig ist und bei Puder merke ich da nicht so einen riesen Unterschied. Ich hatte auch schon mal das von MAC und ich fand, das war jetzt nicht so anders. Jetzt habe ich das auf jeden Fall von Manhattan Soft Compact Powder. Mal schauen, ob das schmeckt, weil ich keinen Unterschied, also. Und es war runtergesetzt. Und meine Mascara, da gab es 30% drauf. Glam and Doll. Together mit den Hunden am Strand. Dann habe ich mir noch das geklaut. Sorry, Mami. Ich habe immer Lust drauf. Und dann geht's ab. Let's go, komm! Holly! Komm!
Warte. Nein, gib ich nicht vor. Warte. Ich bin jetzt da. Du hast mich gleich gesehen. Und jetzt bin ich ja doch in den Wald gefahren, weil die Hunde ja. Das war ja so voll da. Komm raus. Komm. Die sitzen einfach so. Na komm. Nein. Warte. Nala, Paula, warte. Die beiden Cutie. Ich finde übrigens bei der Kamera immer praktisch, wenn man in der Öffentlichkeit filmt und so fühlt man sich nicht ganz so bescheuert. Das ist ja. Fühlt man sich nicht ganz so bescheuert, weil... Paula, komm! Weil man nicht die ganze Zeit so rumläuft. Wisst ihr, das ist, man kann die Hammer nah ranhalten und richtig viele wissen auch nicht, dass sie überhaupt eine Kamera hat. Na komm, Pauli, hier! Nala nimmt einen Stock mit, richtig gut. Nala nimmt hier einfach so einen ganzen Stock mit. Na, warte. Jetzt ihr Ernst? Sie geht einfach in die Pfütze. Ihr Ernst? Wieso? Irgendwie gehen die alle jetzt in die Pfützen. Nala, wir wollen jetzt nicht in der Pfütze spielen. Das ist nicht so yummy, wir sind mit Auto. Ich bin hier einfach noch nie lang gelaufen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich da lang soll oder da lang soll. Oh, da kommt Stimmen her. Ich glaube, ich gehe da lang. Aber es sieht voll gruselig aus. Komm, Mädels. Komm, Pauli. Paula hat auch keinen Bock mehr. Paula, komm. Jetzt bleibt ihr da einfach stehen. Paula. Jetzt bleibt ihr einfach stehen. Paula, komm. In dem Wald ist es ja immer so ein Ticken dunkler irgendwie. Ich stelle mir immer vor, dass hier irgendwas... Kommt. Irgendwas Gruseliges passiert. Ich weiß es auch nicht, wieso ich das mache. Eigentlich voll dumm, weil dann hat man auch voll Schiss. Aber ich habe keinen Schiss. Oh. Nee, ich habe auch immer das Gefühl, mich verfolgt jemand oder irgendwie sowas. So richtig bescheuert eigentlich, weil, als ob. Ich glaube, da kann ich durchlaufen. Das sieht ein bisschen gruselig aus, weil es kein richtiger Weg ist. Ah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hier lang zu gehen. Mangs, ich finde irgendwas. Oder Riesenspinnen oder so, egal. Komm. Oh, der ist gehört. Oh Gott. Wieso laufe ich auch keinen Weg? Weißt du, ich laufe einfach. Oh, ich habe Angst. Oh, ich habe jetzt noch 5 Minuten oder so auf der Couch gechillt. Nachdem ich mit den Hunden hier angekommen bin. Wieso fängt hier jetzt jemand an, Rasen zu mähen? Das ist halt echt nur noch die Frage. Welche Mauer meint meine Mama? Welche Mauer meint sie? Ich muss erstmal ein Parkticket lösen. Weil ich will einfach gar keine welche Mauer. Da! Ich hab sie gefunden, glaube ich. Baby, girl, you're so damn fine, dog. Wanna know if I can hit it from behind, dog. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Ich war jetzt gerade mit meiner Mami Eis essen. Und ich hatte mich für Frozen mit Blaubeeren und Blaubeersoße entschieden. Es war sehr lecker, aber ich bin irgendwie gerade voll gefressen. Keine Ahnung. Jetzt laufe ich zurück zum Auto, weil man was mit dem Fahrrad fahren. Und fahre zurück, denke ich. Ich glaube, wir haben uns das letzte Mal gesehen, als ich vom Eisessen wieder kam, meine ich. Seitdem ist auch noch nicht so viel passiert. Und zwar habe ich nur zu Hause gerade eine Pizza gegessen. Das habe ich vollkommen vergessen zu filmen. Toll, das ist ein Mülltonne. Und jetzt fahre ich schon wieder mit dem weg, weil es ist jetzt schon kurz nach 8 für die Abendrunde. Und gehe jetzt aber an den Strand, habe ich mir vorgenommen. So einfach in den anderen. Ich hoffe, da ist da was frei, aber das ist auch ein Hundestrand. Dann schauen wir mal.
gefallen. Der Ton ist nicht so schlecht. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Feedback positiv, negativ, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!